Gib leise. Leise. Na. Leise. Leise. Fein. Komm mal auf den Platz. Feini. Guten Morgen. Ich dachte mir, wir machen heute einfach ein reales Quarantäne-Zuhause-bleiben-Vlog. Gedöns. Und ich habe ja gesagt, real, naturgetreu, ne? Ich war jetzt heute Morgen mit Loki draußen, den habt ihr eben schon seinen Snack essen sehen. Dann lagen wir ein bisschen auf dem Balkon, also ich habe da gefrühstückt mit meinem Müsli, habe die Sonne genossen und ich habe das Gefühl, ich kriege hier langsam so Pigmentfleckenstörung. We will see. Ich sitze jetzt auf der Couch und ich werde gleich jetzt diesen Fernseher da einfach anmachen und schaue mir Finger weg an zu Ende. Nisi meinte, ich soll mir das angucken. Aber bis jetzt ist es gar nicht mal so gut. Na gut. Im Übrigen muss für mich immer eine Decke da sein. Egal wie warm es ist, ich brauche eine Decke. Das mag für einige sehr verstörend klingen. Für mich ist es der Himmel auf Erden, mit Decke irgendwo zu liegen. Ich kühle unglaublich schnell aus, Leute. Ich brauche eine Decke. Im Übrigen war meine Haut die letzten Tage ziemlich gereizt. Deswegen bin ich jetzt immer dabei. Das ist keine Werbung im Übrigen. Wir haben die seit Jahren und dann nur einmal was bestellt. Bin dabei, immer mein halbes Liter, 600 Milliliter Ding hier immer bis Rand voll zu füllen und dann einmal leer zu machen und dann so alle 1 bis 2 Stunden wieder nachzufüllen, damit ich einfach mal so 2 bis 3 Liter einfach wirklich bewusst trinke. Ich glaube, das machen wir alle nicht, aber ich merke definitiv schon, meine Augenpartie hat ja immer diese hier, seht ihr das? Und die werden weniger, je mehr ich trinke und je feuchter die Luftfeuchtigkeit wird. Da hatte ich auch schon ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch oben in der Ecke. Aber jetzt erstmal Cheers, ne? Stelle einen Timer für 1 Stunde. Okay. So, 1 Stunde gucke ich jetzt den Rotz und dann trinke ich Wasser und dann machen wir weiter. Man hört schon, im Hintergrund läuft es weiter, aber ich wollte jetzt auf jeden Fall mal meine Erdbeeren, die hier langsam vertrocknen, wässern und mir mal angucken, was ich da jetzt für Kräuter gekauft habe, denn die wollte ich heute einpflanzen. So, ich habe mir hier jetzt 3 Töpfe, dann habe ich meine Anzuchterde. Ich habe die gegriffen im Baumarkt, die noch da war. Ich habe hier Pfefferminze, Schnittlauch und Basilikum und ja, ich würde jetzt sagen, ich fülle die Töpfe mal voll, guck mal, wie ich die einzusetzen habe und dann wird das Ganze einmal angewässert. So, ich habe jetzt hier einmal alles ausgesät. Man sieht hier Schnittlauch, das ist Pfefferminze in der Mitte und da hinten haben wir Basilikum. Da ist noch eine Aloe Vera, die irgendwie nicht so ganz leben möchte. Und das werde ich jetzt hier auf dem Sims lassen, solange es noch nicht draußen stabil genug ist. Die Erdbeeren würden mir sonst krepieren, deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal so lange schön drin keimen. So, ich sitze jetzt wieder auf dem Sofa. Und guck jetzt nebenbei Finger weg. Ich muss aber noch mal schauen, ob die Apotheke offen hat. Es will ja jetzt ganz ehrlich. Ich brauche ein Shampoo, was ich nebenbei jetzt immer benutze, was mir tatsächlich sehr, sehr gut geholfen hat mit dem Kopfhautjucken. Und das ist Ketozolin. Das habt ihr mir auch schon häufiger geraten. Das ist gegen das seborrhoeische Ekzem oder eben ein Kleiepilz auf der Kopfhaut. Eins von beiden werde ich haben, weil immer noch nicht vom Hautarzt. So, und ich werde jetzt erstmal gucken, ob die Apotheke hier nebenan offen hat. Es ist nämlich Samstag und es ist gleich 1 Uhr und es kann gut sein, dass die einfach auch schon zu hat. Ansonsten müsste ich das tatsächlich online bestellen oder bis Montag warten. Ich werde mal schauen, wie das aussieht mit der Lieferzeit, weil ich sonst einfach dann in die Apotheke am Montag gehe und mir das Montag hole. Also muss ich jetzt mal kurz recherchieren, ob die noch offen hat. Da steht, sie hätten noch bis 16 Uhr auf. Ich rufe da jetzt mal an und frage nach, ob da noch irgendjemand dieses Shampoo hat.
Hallo, ich wollte gerne wissen, ob Sie eventuell Ketozolin oder Terzolin bei Ihnen noch haben. Super. Oh Gott, das schaffe ich heute nicht, sonst komme ich Montag einfach vorbei. Super. Dankeschön. Schönen Feierabend. Tschüss. Ja, gut, diese Entscheidung wurde mir abgenommen. In 8 Minuten machen die zu. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Da macht man Google Maps einfach nochmal auf und sieht, ein paar Straßen weiter ist eine Apotheke, die noch ein bisschen länger auf hat. Aber ich würde sagen, ich schaue mir jetzt noch eine Folge von Finger weg an. Dann ist es 2 und dann werde ich mich auf den Weg begeben. So, mein Gott, dieser Winkel. Ich habe es geschafft. Ich habe eingekauft. Ich habe mein Shampoo gekriegt. War direkt auch noch bei Butnikowski. Habe alles eingekauft, was uns so an Toilettenartikeln fehlt. Und ich bin viel zu warm angezogen gewesen. Fuck, jetzt muss ich das auch noch auspacken. Wollte ich gerade ganz schön filmen, wie ich meine Hände wasche. Mal geht der Akku leer. Dann wollen wir doch mal zeigen, was ich eingekauft habe. Als allererstes ist es hier das Ketozolin-Shampoo, was heute Abend auch richtig schön zum Einsatz kommen wird. Meine Kopfhaut fängt mal wieder an zu jucken. Ich nehme mal den Beipackzettel raus, vielleicht benutze ich diesmal noch Beipackzettel. Und dann gehe ich einfach jetzt mal mit euch in die Küche. Und dann gucken wir mal, was ich eingekauft habe. Wow, es wird ein spannender Vlog. Das ist hier fast wie, das ist ein Thriller hier für euch. Ein Thriller. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so genau, wie ich euch platzieren soll. Brötchen. Wir grillen morgen. Die Gurke kommt natürlich hier rein. Ne? Genauso wie die Champignons. Die werden nämlich gefüllt. Und schön Feldsalat. Natürlich auch alles nur in Verpackung gekriegt. Dann habe ich hier Burgergedöns. Oh, ist doch noch was für die Küche. Klar. Agavendicksaft. Vego-Schokolade. Gemüsebouillon zum Nachfüllen. Leider in Plastik. Hätte ich mal wieder Glas kaufen sollen, aber ist auch nicht so geil. Kokosmilch. Tartex. Brotaufstrich. Der Rest ist fürs Bad. Waschmittel, Frosch in Pappe, Ohrbohrer wollte ich gerade sagen, Wattestäbchen. Dann haben wir hier noch was für die Kammer und zwar 2 Schwämme. Neue Veleda Sensitiv Handcreme, die werde ich mir gleich zu Gemüte führen. Das ist wieder Pappmüll. Neue Gesichtspflege für Chris von Jean und Len. Sieht ganz schick aus eigentlich. Die hier habe ich noch nicht ausprobiert, ich hatte sonst immer die Granatapfel- oder Sandelholzgedöns. Das packe ich gleich mal an Ort und Stelle. Witzig, dass ihr auch da drin seid. Dann habe ich natürlich neues Mundwasser gefunden. Und zwar von One Drop Only Naturals. Vegane Mundspülung mit Biominze und Gedöns. Und dann dachte ich so, das gucke ich mir, oh wow, gucke ich mir mal an. Ich habe aber verzweifelt gesucht, ob man das verdünnen kann. Wahrscheinlich kann man das verdünnen, dann kann man das noch deutlich länger nutzen. Mich stört ein bisschen, dass es Plastik ist, aber gut, immerhin sind sie hier auf Pappe gegangen. Das läuft wahrscheinlich irgendwann darauf hinaus, dass ich meine eigene Mundspülung mache. Interdentalsticks, und zwar die Größe 3. Ich habe hier hinten 2 große Zahnlücken und die fülle ich jetzt immer um in ein Glas. Da habe ich schon eine Alternative gesichtet und zwar online, weil mein Butni das jetzt nicht hatte. Das ist von Hydrophil. Die haben das mit Pappe umwickelt, dass man hier zumindest das Plastik einspart. Vorerst werde ich da wahrscheinlich aber erstmal nicht dran kommen, ohne 3 Wochen Wartezeit. Hier konnte ich nicht dran riechen. Das ist Kokos Body Butter. Ich habe ein Creme neuerdings für mich entdeckt. Ja. Riecht ganz gut. Da sind auch ziemlich gute Inhaltsstoffe drin gewesen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Zur Not geht auch Kokosöl. Aber das ist momentan erstmal für Loki. Und die hatten keine Kokosbutter. Und ich will nicht ein so ein kleines Ding da zu kaufen, wenn ich auch das große haben kann, den günstiger. Da muss ich halt. Vielleicht, ich gehe mal kurz auf Parfum auf meinem Körper. Da geht's ja. Dann habe ich noch einen Bambuskamm gekauft. Unser Kamm ist irgendwie abhanden gekommen. Das finde ich immer ganz gut, wenn ich Chris Haare schneiden muss. Oder mir meine Spitzen schneide. Schon wieder Pappmüll. Alter Leute, da kommt so viel Müll bei rum, ne? Dann kämme ich mir das Ganze einmal so nach unten. Man sieht hier schon meinen ganzen Frizz und die trockenen Haare durch die trockene Luftfeuchtigkeit. Dann teile ich mir das in 2 Hälften ab. Kämme mir das einmal so runter und schneide einmal rigoros ab. Und ich habe noch ein Deo-Spray mitgenommen.
In der Hoffnung, dass das nicht nach Scheiße riecht. Nö, geht durch. Ohne Aluminiumsalze. Ja, manchmal benutze ich das einfach wie so ein Bodyspray. Shame on me, aber ihr wolltet Realität, ihr kriegt Realität. Also sowas kaufe ich manchmal noch. Und dann ist die Tüte auch schon leer. Ja, und ich würde sagen, ich verräume jetzt den Scheiß. Nicht alles tut, damit ihr mich sehen könnt. So, es ist Zeit, erstens mir die Hände einzucremen. Ich habe noch nie sensitiv gehabt. Keine Werbung. Yes. Yes. Leicht, aber nicht leicht. Es ist Zeit, mir was zu essen zu machen. Ich habe auf Instagram euch bereits da ein kleines Highlight erstellt. Nennt sich Linsendal. Ich habe immer Linsen im Haus. Ich habe in der Regel immer Kokosmilch im Haus. Habe ich aber auch eben nochmal gekauft. Aber damit die eine Dose, die noch da ist, ersetzt wird durch die andere, habe ich immer diese, ne? Tausch, damit die auch wirklich zu Hause ist. Deswegen werde ich jetzt gleich dieses Linsendal nachkochen. Und ich bin ganz ehrlich, ich muss auch immer in meine Highlights wieder zurückgehen, weil ich teilweise Sachen einfach vergesse. Entschuldigung, so sieht es dann am Ende aus. Und ich habe hier noch Brot, was sonst trocken geworden wäre. Easy, das läuft doch. Ich finde es immer wieder spannend, wie man plötzlich Motivation bekommt, wenn man nur eine Sache angeht. Ich habe es geschafft, heute das Haus zu verlassen und einfach alles, was auf meinem Einkaufszettel irgendwann mal stand, zu holen und das mit diesen Apotheken-Dingen zu verbinden. Und habe dann tatsächlich einfach gekocht. Lasst euch im Übrigen nicht verwirren, im Hintergrund läuft Kilo Plus. Ich versuche das mal leiser zu machen, aber unsere Batterien sind leer. Wird nichts. Ich hoffe, ihr versteht mich. Auf jeden Fall bin ich jetzt motiviert. Und zwar werde ich jetzt Wäsche waschen. Ich werde endlich die Wäsche angehen. Ich habe heute so keinen Bock auf nichts gehabt. Und dann schaue ich mal, vielleicht bin ich dann auch dabei, hier mal ein bisschen Klarschiff zu machen, ein bisschen zu putzen. Alltägliche Aufgaben, auf die ich einfach heute keinen Bock hatte. Und plötzlich habe ich gegessen, habe gekocht, habe es geschafft, irgendwas zu erledigen. Und plötzlich ist Motivation da. Also, was lernen wir wieder daraus? Einfach mal den Arsch hochkriegen. Bevor ich aber hier loslege, schreien meine Hände schon wieder mit Handcreme. Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich bin nur am Waschen und nur am Eincremen. Dann creme ich mir die Hände halt einfach ein. Und das Schöne ist, immer an den Veleda-Sachen und allen Handcremes, die ich hier habe, meine liebsten Handpflegen sind... Okay, machen wir einfach ein Ranking hier. Meine drei liebsten Handpflegen. Zwei Marken sind es nur. Reverence von Aesop. Mag nicht jeder, ist sehr, sehr rauchig, aber pflegt geil und hat unglaublich viel Milchsäure drin. Und das hilft jedes Mal, diese Hände hier nicht rissig werden zu lassen. Ich habe keine rissigen Hände. Ich hoffe, seht ihr das? Und das habe ich nur dieser Handpflege zu verdanken. Zweites, irgendeine von Veleda. Nehmen wir für die Sensitiven unter euch, nehmen wir einfach mal die Mandel. Die Granatapfel klebt mir ein bisschen zu doll. Also entweder Sanddorn oder Mandel. Und auf dem vierten Platz, und das wird euch allen gefallen, dieser Duft, das ist Mandarine Rosmarin von Aesop. Auch das zieht wunderbar ein. Die sind unglaublich teuer. Die Aesop Handpflegen, 25 Euro für 75 Milliliter, das ist ein bisschen mehr als das hier. Aber in der Regel kommt man da gut mit aus. Die ist Hammer, die zieht ein, die pflegt. Ohne dass sie zu wenig ist. Also, wenn ihr in eine gute Handpflege investieren wollt, nehmt Aesop oder nehmt Veleda. Und ich gehe jetzt mit euch ins Schlafzimmer und werde überbelichtet sein. Werde jetzt mich an die Wäsche wagen. Let's go.
Jetzt kommt das, was ich als Kammer des Schreckens für den heutigen Tag bezeichnen würde. Das ist nicht die Steuer, obwohl die sollte ich vielleicht auch noch mal machen, aber ich habe ja bis Mai noch Zeit. Ja, das ist Folgendes. Das hat jeder, glaube ich, über der Spülmaschine. Ja, let's do this. Tada! Jetzt sind da nur noch die Sirupse, die Christa aufbrauchen muss und die Eiswürfel, die ich gleich noch füllen muss. Ja, das hier muss von Hand abgewaschen werden. Das dunkel hier drin, Leute. Ich muss mal heller machen hier. Halleluja! Ich habe eben vergessen aufzunehmen. Ich habe, wie man sieht, ich bin in meinem Sportoutfit, mein erstes Summer-Gedöns eben gemacht. 18 Minuten habe ich geschafft. Und mir ist kotzübel. Ich habe aber in diesen 18 Minuten 150 Kalorien verbrannt. Und ich hab nicht mal gut mitgetanzt, Alter. Das war Mord. Ich werde mich jetzt akklimatisieren, duschen gehen. Und das war es dann wahrscheinlich auch schon von heute, für heute. Halleluja, die Linsen liegen mir aber gut auf. Ich würde sagen, ich verlinke euch hier einfach mal den letzten Vlog, den ich gemacht habe, wo wahrscheinlich deutlich mehr passiert als hier. Um mich herum findet ihr natürlich wieder den Abo-Button, der wird hier irgendwo sein. Und ihr solltet mir definitiv auf Instagram folgen, denn da gibt es so tolle Rezepte wie mein Linsendal zum Beispiel. Ansonsten hoffe ich, ihr seid alle gesund oder wieder gesund, falls ihr tatsächlich erkrankt seid. Achtet bitte auf euch und das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssikowski.